Was glaubt ihr, was sind die Gründe, warum verlassen Menschen das Unternehmen? Und ich will hier gar nicht auf alle Punkte eingehen. Lesen kann, denke ich, jeder selbst. Das Spannende finde ich eigentlich die ich hier fett markiert habe, weil das sind Punkte, also gerade die Wertschätzung für die eigene Arbeit, dann eben diese Lebensbalance oder schlechtes Management. Das kann natürlich das Management unmittelbar und mit wenig Aufwand und direkt beeinflussen. Ja, das Ja. nicht unbedingt. Ne? Das kann ja auch durchaus heißen, schlechtes Chef-Chef-Management. Also so 7 Ebenen drüber, da kommt immer was. Der Chef ist der Kleine, der vielleicht nicht durchsetzungsstark genug ist, da drunter und dann passiert auch so ein Elend. Ja. Aber natürlich kann man da angreifen. Also vor allen Dingen das Management in Summe kann da angreifen. Genau, wobei der Volksmund sagt ja eigentlich, ich verlasse nicht das Unternehmen, sondern ich verlasse meinen Chef. Insofern denke ich, wenn hier an Management gedacht wird, ist vielleicht doch eher das im direkten Bezug, aber natürlich auch des Gesamtunternehmens, klar. Da muss ich leider manchmal die Lanze brechen für meine Auftraggeber, die ja Führungskräfte sind. Viele sagen immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Und ich sage immer, ich habe an vielen Fischen gerochen, die stinken überall. Also an denen liegt es ja nicht immer nur, aber es ist ja auch nur ein Teil. Absolut. Aber ich habe eben den Aspekt der Vorbildfunktion. Da kommen wir nachher bei den verschiedenen Führungsstilen auch noch mal näher drauf. Und ich bin einfach in einer Position als Führungskraft, dass ich manche Ungerechtigkeiten einfach schlucken darf, dass ich eben sage: Okay, es gibt kein Vertrauen zwischen mir und den Leuten. Aber dann bin ich bitteschön derjenige, der vorgeht und der als erstes Vertrauen schenkt. Ich kann da nicht sagen, nur weil die Menschen mir nicht vertrauen, schenke ich jetzt kein Vertrauen, sondern ich gehe vorwärts, weil ich bin die Führungskraft.